Ja, moin Leute, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Und ja, jetzt wagen wir uns in das schlimme Wasser. Ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir schnell von dieser Stelle hier wegkommen. Oh. Aber ich mag sowas gar nicht. Diese Unterwasser-Level, das gefällt mir nicht. Ach, nur so nebenbei bemerkt. Heute Abend wollte ich gerne einen Stream starten. Ab 18 Uhr. Und zwar ist vor ein paar Tagen ein Horrorspiel rausgekommen. Visage heißt das. Und ja, das soll angelehnt sein an das PT. Manchen wird das vielleicht was sagen. Das war eine Demo. Die kam für PlayStation irgendwann mal raus. Und Silent Hills Ableger sollte das werden. Aber... Was war das? Leider ist die Entwicklung irgendwann eingestellt worden. Ja, und dieses Spiel, Visage, soll halt ein bisschen dem nachempfunden sein. Ich habe auch schon ein Minütchen von dem Gameplay gesehen. Und da musste ich mir direkt mal angucken, was das genau ist. Weil das war echt krass, was ich da gesehen habe. Und ja, bei Steam sind die Bewertungen top. Also da war keine einzige schlechte Bewertung. Ja, und deswegen habe ich mir das Spiel geholt. Und das wollen wir heute Abend streamen. So, wo geht's denn hier weiter, Mensch? Hier ist aber auch gar nichts. Mehr in die Richtung. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Sehr schön. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendwie gruselige Atmosphäre hier drin. Aber gefällt mir. Da war was. Aber immer diese Tipps, das finde ich voll blöd. Wir sind doch schon mittlerweile gut vorangeschritten im Spiel. Da könnten die Tipps mal langsam aufhören. Ich dachte schon, ich falle. Wir müssen bald mal ein paar Sachen verkaufen. Ich bin ziemlich voll. Boah, die Tomb Raider kriegt ja richtig Horrorambitionen. Krass. Scheint ein Geheimnis zu sein. Herausforderungsgrab.
Schrotflinte erforderlich. Och. Als ob ich das nicht mit der Hacke kaputt machen könnte hier. Schwimmen wieder. Oh Gott. Nein, ach. Ich dachte erst, der Entfernung würden die nicht auf mich reagieren. Oh, Luft, schnell, schnell Luft. Noch so ein Kackvieh. Ja, komm her. Stechen wollte ich auch noch schnell ab. Ja. Zack. Zack. Und weg. Mal kurz Luft holen. Dann gehen wir weiter. Schwimmen wir weiter. Das nehmen wir natürlich mit. Es wird immer dunkler. Oh, Strömung. Oh, krass. Ah, ah, ah. Komme ich hier nochmal raus? Ich habe so ziemlich alle Pflanzen voll, das nervt mich gerade. Ah, hoch. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Und schon wieder Wasser. Nice. Aber da ist wenigstens schon mal ein Lagerfeuer. Zwei Fertigkeitenpunkte. Fähigkeiten. Okay, ich glaube, wir nehmen das hier. Da können wir länger die Luft anhalten. Das scheint ganz praktisch zu sein. Besonders jetzt. Okay, vielleicht kann ich ein bisschen Sachen ausgeben, dass wir wieder was einsammeln können. Oh, direkt die Stufe Frier. Okay, die haben wir auf Maximum. Krass. Hier sind auch noch drei Upgrades verfügbar. Oh. Ah, der Rest geht nicht.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles ausgegeben. Oder? Ja, das war alles. Weiter geht's. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Ich muss die Barrikade überwinden. Gut, wie machen wir das denn? Barrikade überwinden. Nimm das mit. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja, weiß ich doch. Ich wollte mich nur umschauen. Lara. Ich muss die Barrikade überwinden. Hilfe der Kanone. Hallo? Diese Barrikade? Oder welche Barrikade? Ach, diese da. Okay. Das ist ja easy. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja, nee, du sollst loslassen. Ah, okay. Jetzt nicht so das Knallerrätsel, muss ich sagen. Gut, gehen wir einfach weiter. Oh. Eine spanische Galeone? Cool. Wie kommt die in diese Höhle? Das ist ja mal cool. Sieht richtig aus wie so ein Piratenschiff. Mehr noch wie so ein Geisterschiff. Wow. Lara hat einen Kick drauf. Aha. Das ist wieder eine Kanone. Ach. Okay, das ist anscheinend nur, um was zu verbinden. Ich muss bestimmt den Mast irgendwie drehen. Und dann die Kanonen hier drauf fallen lassen oder sowas. Ah, hier ist schon mal was zum Drehen. Bringt das was? Kannst du mal. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, lass uns mal. Das Falconett ist in Stellung.
So, wie lasse ich das jetzt fallen am besten? Oder reicht es, wenn ich das Seil durchschieße? Ist da auch noch ein Seil? Nee. Oder vielleicht ein brennender Pfeil? Ups, falscher Knopf. Nee, das geht auch nicht. Ich muss das, die Kiste da hinten abmachen. Das Gegengewicht. Hier rauf. Da geht's aber nach unten. Noch mehr Kanonen. Praktisches. Oh, es wird immer enger. Weiter hoch. Ja. Ah ja. Ey, warum? Ah, Lara. Geht doch. Oh toll, ich bin wieder oben. Hä? Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Ach nee. Hä? Ich bin auf der anderen Seite. Ich war gerade kurz verwirrt. Okay. Mist, er rührt sich nicht. Was sei? Ich lass vielleicht abbrennen. Okay, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Was denn hier? Kann ich hier drüber balancieren? Scheint mir ein bisschen weit. Mal Anlauf nehmen. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Wow. Das war knapp. Scheiße, der Baum ist zu weit draußen. Scheiße. Ah, hier kann man auch nochmal hoch. Gut, dass ich nicht direkt wieder runtergesprungen bin. Weiter hoch oder darüber?
guck erstmal hier oben. Okay. Von hier aus komme ich aber nicht weiter. Hoffentlich komme ich jetzt auch hier runter, ohne übelst zu fallen. Den Baum ausrichten. Ja, das weiß ich doch. Darum sind wir doch hier. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was? Kein Platz für Smaragd? Nicht dein Ernst. Ich brauche größere Taschen. Ich muss den Baum ausrichten. Jedes Mal der gleiche Tipp. Hör doch auf damit, Spiel. Wohin soll ich mich schwingen? Auf den Baum. Okay. Versuchen wir es mal. Geht ja gar nicht. Okay. Oh, sag bloß, ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal. Ah, ne. Das ist doch nicht. Na toll, jetzt geht's. Oh Mann. Lara, die ist schon krass drauf. Das hätte ich mich nicht getraut. Niemals nicht. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Genau. Oh, vielleicht hätte ich mal vorher auf die Stange gehen sollen. Hier müssen unglaubliche Schätze sein. Notiz des Kapitäns. Zeit, das Schiff zu verlassen. Habe ich das nicht eben freigeschaltet? Hä? Oh. Ja, das war's schon. Herausforderung abgeschlossen. Kannst du hier dich aufziehen? Ist das möglich? Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Ja, der Ausgang muss da vorne sein. Oder sehe ich das falsch? So, Leute, das war's für heute. Wenn ihr Bock habt, schaut heute Abend beim Stream rein. Wird auf jeden Fall krasse Grusel-Action. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Hau rein, Gauner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.